Joho, Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Your Daily Dose Wuschel. Hallo. Hallo. Hi. Eine Daily Dose Wuschel. Ja, das stimmt momentan ein bisschen. Ja, so auf meinem Kanal ist es wuschelig. Ja, deswegen auf meinem Kanal ist es im Moment sehr honig. Hm. Nicht. Honig nicht. Okay, honig, kann man nicht sagen. Honig nicht. Honiglich. Schneefarm. Was? Horst Schneefarm. Schnee für alle. Oh. Ach so, dann sind hier Schneebälle drin, man kann das dann da abwerfen und das ist irgendwie cool. Geil. Ist ja auch Schneegebiet, dass wir es liegen bleibt. Finde ich auch nice. Wissen wir ja, was wir nächstes Jahr als Weihnachtsspecial machen. Fette Schneeballschlacht mit Horst. Genau, mit unserem Horst. Horst. Ich muss sagen, doch, der Schädel gefällt mir echt in jeglicher Beziehung sehr gut. Ich habe jetzt auch den anderen genommen. Chukapik. Den Chukapik, genau. Ich glaube, den werde ich auch erst ab sofort immer verlinken, weil den kann man am meisten empfehlen. Der klaut einem nicht so viel FPS. Der ist ja, das ist, glaube ich, die Medium-Version. Also es gibt halt auch noch, glaube ich, eine Light-Version davon. Und der hatten wir schon früher. Den kennen wir schon aus dem Überlebenssimulator. Geh schon mal hier, du. Geh schon mal aus Zaunecke. Ich glaube, das Schaf mag's eng. Das ist ja auch, das ist immer so, wenn ich dann hier so, da möchte ich am liebsten hier so dran bauen, weißt du? Ich das so sehe, wie das da ist. Also, es tut mir dann sehr leid, lieber andere Spieler. Aber ich habe dann mal deinen Zaun verkompliziert. Wo ist hier Lonis, tut mir leid, Lonis. Wo ist der Eingang? Hallo. Warum hast du den Eingang gefunden? Ich bin dort vorbeigerannt. Weil der direkt neben dir war. Das stimmt da. Hallo. Hallo, guck mal, die hat auch so ein Spielzeug in ihrer Wohnung stehen. Aber die XXL-Variante. Ich Oder die züchtet, nur... der züchtet daraus die Kleine. Ich muss dir später mal ein Video zeigen. Ach, hier, ich noch mal ich mach ja eine hübsche Hütte, Honey und Wuschel. Ja, macht du mal eine hübsche Hütte. Was? 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 Im Chat. Was? So? Hä? Honeyboy Wuschelkohl, die Hütte ist voll niedlich. Welche? Von redet ihr, Mann, echt? Das sollte doch geheim bleiben, dass wir bei unsere erste gemeinsame Wohnung dabei waren. Irgendwie so hieß das doch auf RTL, oder? Richtig, stimmt. Da muss ich die Bärchen dann immer gebieft haben. Ich will orange an den Wänden, ich bin aber blau. Nein, du hängst keine Fußballposter auf. Das muss ich mir später unbedingt mal angucken. Oh ja. Alter, hier könnten Monster spawnen. Immer so dunkel ist das hier. Muss ich gleich mal Laterne anbringen. Gratis Fackeln. Gratis Fackeln, ja. Muss ich eigentlich. Einfach mal eine Tür hinstellen. Ey, hier die Innenrichter waren da. Warte. Tja, die Live-Map sieht alles, aber wir bauen doch gar nichts. Wir machen doch gar nichts. Wir machen doch gar nichts. Wir laufen über den Server. Nicht bauen. Gra. So. Ich finde meine Ausdrucksweise immer sehr passend. Gra. Was heißt dann nochmal Tontopf auf Englisch? Clay irgendwas? Flowerpot. Okay. Wie gemein du bist. Naja. Weißt du, und dann andere Leute kommen, hey, wo steht die mein Kakteen? Mir war das voll gemein. Und du sitzt halt. Tja, das ich finde das gut. Ich finde das auch super. Warte mal, Moment, da muss noch ein Schild so. Ich glaube, der Kaktus unten war schon schwanger. Naja, wenn man sich einen Kaktus aus einer schlechten Tierhandlung holt, ne, dann kann alles passieren. Ja, immer diese Massenzucht bei Kakteen, das finde ich auch, das ist überhaupt nicht mehr rassetypisch, guck dir das mal an. Ja, dass man die halt vor allen Dingen auch immer zusammen mit anderen Kakteen einfach so, richtig, ohne dass sie beim Tierarzt waren oder so. Und die werden noch überhaupt nicht geimpft und entwurmt und... Nee. Und dann heißt es immer, das war ein Weibchen, dabei war es ein Männchen. Und dann steckst du die zusammen und plötzlich reiben die sich so aneinander und dann... und quieken dabei so ganz laut. Richtig, kennt man ja von Kakteen. Wobei, also es ist halt einfach so, ne, kann halt eine Kakteen sein oder eine Kaktusse. Steckst du ja auch nicht hinter, ne? Ja, je nachdem, welches Geschlecht du bist. Richtig. Ich Memo an mich selbst, ich muss diese Folge das Paarungsverhalten von Kakteen nennen. Sehr gut.
Ja gut, über das Paarungsverhalten von denen wissen wir noch gar nicht so. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Stacheln besonders anziehend finden oder sowas. Das ist natürlich auch noch so eine Sache dahinter. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich würde mal sagen, je spitzer, desto besser, ne? Das kann sein, ja. Und kennst du so Kakteen? Manche haben ja auch so einen Knick oder machen so einen Bogen. Also das ist bestimmt auch unattraktiv. die dann so, weißt du, so geil. Und manchmal wachsen denen ja auch noch so Blendekakteen halt so links, rechts dran, dann weiß man halt auch, was das für das ein ist. Das ist denn der Dreifachmodus für Leute, die nicht genug kriegen können. So, hier waren wir vorhin schon. Lass ja, uns ich mal weiß, wir können mal in Richtung Mitte hier gehen, da waren wir noch nicht. Was haben wir denn hier für ein Feld? Vielleicht wird das noch was? Eigenbaukeller, Privatdungeon, SM-Labor, was weiß man weiß es nicht. Klappkeller oder sowas zum Aufbauen und wieder abbauen. Ja, gibt's bestimmt bei Ikea. Heißt da wahrscheinlich Björn und. Genau. Ich habe meine Cocktailbar noch aufgehübscht. Mal gucken, ob sie diesmal so geblieben ist, wie sie aussah, oder ob da wieder irgendwer dran rumgefummelt. Fummelt jemand an deiner Cocktailbar rum, ja? Ja, an der Cocktailbar fummelt jemand. Super Thema heute. Nein, die Tischdecken und die Deko ist noch überall da, das ist gut. Ja, das war schön. Dass die Leute tatsächlich die Tischdekoration klauen, ich fasse es ja nicht. Ja, die, irgendwie war auch unten auf einmal alles voller. Es tut mir leid. Ich wollte eigentlich die Blume pflücken. Oh. Die Blume. Warte. So. Das ist dann der, das ist der bei Tisch für... Bei mir ist da gar kein Kaktus drin. Echt? Bei mir ist ein Kaktus drin. Bei mir ist kein Kaktus. Was? Okay, dann wisst ihr Bescheid, ne? Das ist immer so glücklich, wenn ich Let's Plays aufnehme. Och nö. So. Also, was für Sachen, du so glücklich bist, irgendwie krieg ich gerade einen... hallo Creeper. Warum ist da eine Melone an dem... Warum sind da zwei Melonen an dem Baum? Weiblicher Baum. die sind ja hübsch hier, die Häuschen nebeneinander. Mein Gott, sind die niedlich. Ja. Doch, schon. Alter, dieser Server ist so schön geworden. Ich meine, keine Regeln und gar nichts und so. Die Leute sollen immer Spaß haben beim Baum. Er wird einfach fucking awesome. Richtig. Wenn man Screenshot machen, ist super nice. Super geil. Ja, muss ich auch. Schade, ich hätte eben von dem Kaktus einen Screenshot machen sollen, irgendwo da hinten, aber... Sonst musst du wieder künstlerisch tätig werden, so wie bei dem Gurken-Thumbnail von Richtig. Garden. Ja, ich werde dich auch, es wird so zwei liebende Kakteen, das kann ich uns präsentieren, das kriege ich hin, gut, kein Problem. Das musst du mir dann schicken und dann haben wir das super Thumbnail. Läuft dann. Bestimmt zwei so stachelt bei uns oder so. Okay. Zwei Kakteen eine Beziehung miteinander haben, ist das doch auch mehr so SM. Von Natur aus. Dann sagt noch einer, dass das nicht natürlich wäre. Richtig. Was sollen die denn sonst machen? Bei Tag offen, bei Nacht geschlossen. Achso, das ist mit Sensorplatten. Mhm. Damit hier nichts reinläuft. Das ist eine gute Idee. Schade, dass man fliegen kann. Ich kann mal springen. Du hast du das gesehen? Ja. Sogar mit Zeitverzögerung. Oh, Blumen. Blümchen. Ich habe festgestellt, hier, guck mal, wenn du in den Turm hier gehst, ne? Mhm. Ich höre einen Zombie. Gehst hier rein. Gehst du hoch. La 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 la. Geschwindig. Guck mal, kannst du mir ins Schlafzimmer gucken? Da hinten. Oh, tatsächlich. Deswegen habe ich den Turm hier auf Spannerturm getauft. Spannerturm. Ja. Ist schon ganz wunderbar. La la la. Irgendwo hier grölt ein Zombie. Geht's hier runter? Nee. Was baust du da oben schon? Nee. Was? Nee. Gar nichts. Ey, bei mir sind ja überall keine Kakteen drin. Das ist voll scheiße. Ich weiß ja immer, was du beabsichtigst. Ja, ja. Ansonsten geht hier drin noch nicht so viel, ne? Nö, aber es hat ja schon so einen mittelalterlichen Charakter. Hier ist die Werkstatt. Gearbeitet. Genau. So, irgendjemand buddelt sich unter meiner Burg durch. Ja, das passiert. Was? Ehrlich? Würde ich niemals tun. Wow, das Sprung, ey. Sollte ich nach Olympia gehen? Richtig.
Was? Da oben. Mach das nie wieder, Junge. Ey, mach das nie wieder. Ich sag dir das. Der wollte auch in dein Schlafzimmer gucken und war ganz enttäuscht, dass da niemand drin war. Bin aber gar nicht da. Echt wahr? Eine Kerze. Frisst das Schwert der Liebe. Alter, wie viele hier auch spawnen. Ich finde ja auf dem Lebensserver finde ich das ganz cool, dass wenn du einen Zombie haust, dass dann mehr Zombies kommen. Echt jetzt? Ja, wenn du einen Zombie haust und einen Zombie tötest, kommen dann mehr Zombies. Dann spawnen einfach auch vor allen Dingen welche so mit Rüstung und so bei dir. Ach krass. Das ist ziemlich cool gemacht, weil das erinnert ein bisschen an Zombie-Apokalypse. Den einen Abend habe ich da irgendwie so gefühlt 10 Stunden auf Zombies eingeprügelt. Okay. Und Sektus meinte nur so, die spawnen nach. Ich so, fuck. Die kenne ich auch irgendwo her. Also ja, der Name sagt mir irgendwas. Shengbui ist auch auf dem Server. Sektus, der müsste bei uns als Kommentierer auf YouTube heißt er, glaube ich, White Sektus. Ansonsten heißt er auf Twitter auf jeden Fall auch so Dodo und Dorians Häusle. Da müssen auf jeden Fall Kakteen. Ja, rein. Ich wollte gerade sagen. Die können sogar noch verwendet werden, eventuell. Moment, ich will auch so einen Tontopf. Moment, da. Und unter was ist der Mini-Kaktus? Oder muss ich da einfach. Du kannst einfach nur einen Kaktus, einfach einen ganz normalen Kaktus reinpacken. Okay. Also auf dem Tisch hat er schon mal einen bekommen. Jetzt sind wir Dorins Seite, Dodos Seite. Sehr gut. Ich stelle dann mal den für Dorian dahin. Kriegt Dodo keinen? Ich sehe auch keinen Kaktus. Jetzt habe ich einen Rang, ja. Jetzt sehe ich da drüben den Kaktus, jetzt sehe ich den hier nicht. Dafür sehe ich jetzt aber den da drüben. Ja, ich hinterfrag das nicht. Ist aber hübsch hier. Huch, das jetzt war jetzt aber lag. Das war jetzt FPS-Drop von. Ja, ja, ja. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich hier drin die Cobblestones, die Texturen und dann. Aber es sieht super schön so aus. So viele hier. Texturen, schnell weg. Das ist hübsch hier drin. Boah, ein satanistisches Symbol. Wo? Guck mal, die Fenster da oben. Ja, gut, das ist jetzt purer Zufall. Oh mein Gott, du böser Junge, du. Ja, das allerdings. Und schon habe ich sein quietschiges Lachen in meinem Kopf. Wow, FPS, please. Was für FPS braucht man nicht? Was ist machen denn hier überhaupt hier zusammen baden? Oh, guck mal, hier kann man. Hier, guck mal, da unten so. Was, wo? Ich hab grad. Ich sehe. Bin froh, wenn ich gerade 2 FPS die Sekunde habe. Wo? Ich bin im Wasser. Hallo! Dann musst du runtergucken. Oh. Da ist was. Kann man halt. Achso, ich bin mit runtergekommen. Und ich hab ein Netherportal. Ich auch. Dabei sollte auch so nah hier eigentlich gar kein sein. Weiß ich nicht, wenn es connected ist zu. Ich meine, dann kannst du wenigstens da. Oh, was da hinten kommt ja auch was Geiles. Ach, das ist ja der. Ja, genau. Der Tempel. Auch irgendwie jeden Tag geiler wird. Also FPS sind gerade echt nicht so vorhanden, ne? Nee, ne? Aber jetzt hier, gerade hier an der Stelle geht's wieder. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist auf Servern auch so partiell. Ich weiß nicht, ob das an irgendwie kaputten Chunks liegt oder so. Wir müssen bei dem wahrscheinlich mal ein Backup machen und Chunk Repair. Nee, der wird halt einfach generiert, der Server. Und dann ist ja halt der Servergott und der sagt, du bist scheiße. Und dann die Stelle genau. Leckt dann halt. Immer dieses ewige Eingänge-Suchen hier. Ja, wir hätten einfach auch nur in die andere Richtung latschen müssen. Das ist hier immer so. Es ist auch noch sehr spärlich eingerichtet, aber verdammt hübsch aber wieder. Aber schön. Ja, hier kann man einiges. Ich liebe ja so offene Wohnungen. Ja, das ist geil. Ich liebe das, wenn das so offen ist. Also wenn ich selber was bauen dürfte. Würde ich auch definitiv so machen. Und dann so ein paar kleine kuschelige Nischen noch einbauen. Genau. Damit man so sein Bett da reinpacken kann. Ach, ist nichts besser, richtig, als so zwischen zwei Wänden das Bett zu haben und so einer kleinen Nische, so einer kleinen Ecke, die nach aber völlig offen ist. Das ist so die Geborgenheit pur. Und dann hast du da noch einen Notfallknopf, dass dann so eine Gittertür runterfährt. Für die Zombie-Apokalypse kannst du dich dann ein. Und dann hast du noch einen eingebauten Kühlschrank, so mein Traum, einfach so sich einnisten. Das wird ein Dach. Das ist aber. Ja. Das wird ein Dach, du. Nicht übel. Ja, stimmt, hier gehen die Frames aber auch wieder. Ja. Das dürfte auch noch recht neu sein. Also hier ist noch. Ja, das habe ich auch noch nicht gesehen. Vor 2 Tagen war ich das letzte Mal hier und habe mir so ziemlich mit alles nochmal angeguckt. Ja. Aber das ist definitiv neu. Steht aber auch kein Schild dran von wem. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es mit ins Tempelprojekt mit reinpassen könnte. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, das ist ja schon wieder mehr so mittelalterlich. Ja, das ist ein anderer Baustil. So adriatisch. Da hinten steht ein schwarzer Block mit Schildern. Das hier, wo ist denn hier der Eingang hier eigentlich? Hier steht die Anbindung der Ions an das Zentrum World Notner. Oberirdisch. Okay.
Okay. Das, okay. Gut. Wow. Man kann nicht eindringen. Ups. Kein Problem. Oh, jetzt ist hier unten auch was. Ich glaube, letztes Mal, als ich hier war, war hier unten noch. Ja, das hat sich hier unten jetzt entwickelt. Ich muss halt sagen, das ist alles im Survival gebaut, ne? Ja, ja. Da, oh, ist sogar da. Guck mal, wir stalken jetzt. Ach, jetzt sind die Pferde auch hier unten. Die standen doch vorher oben im Wohnzimmer oder so. Ja, das sind richtig schöne Pferdestallungen. Hier, geh mal weg. Geh mal weg. So, schnell raus. Wie ist das denn reinkommen? Ach, da ist eine Zauntür offen. Mach die mal zu. Hallo. Hallo. Huch. Das geht, der Wein geht. Ach so, ja. Na gut. Boah, voll ins Knie, guck mal. Fliegen wir einfach mal weiter hoch. Warte. So. Ich bin auch. Schön. Komm, wir gehen mal oben stalken. Ja. Ui. Ist das, ich komme mir voll immer vor wie so ein Saiyajin, weißt du? Wenn ich einfach so die Leute so und du fängst einfach an wegzufliegen und die können das nicht und das ist so super. Prinzipiell wie einfach einer von den Superhelden aus Dragon Ball Z, da möchte man ja, ja nicht, beziehungsweise in Dragon Ball viel mehr, weil das konnten die ja auch außerhalb von Z schon. Also ich mochte ja mal Trunks ganz gerne. Also, ups. Das ist ja aber eher kuschelig noch. Noch ja, viel Innenarchitektur zu betreiben. Ich glaube aber auch, dass das Außen hier erstmal. Höhere Priorität, würde ich sagen. Ist ja das Schnee? Das ist alles Schnee. Ich jetzt? Alles Schneeblöcke, ja. Dann dürfen wir nur hoffen, dass sich dieses Biom nie auf was anderes. Naja, gut, dann könnten wir halt sonst notfalls erstmal Schnee, Set, bla 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 oder so machen. Ach, guck hier, weil hier noch. Hier wird irgendwas noch weitergebaut. Weil. Wahrscheinlich muss geplant zu sein. Vielleicht hat er das auch nur als hier zu gucken, ob es symmetrisch ist und so, weißt du? Richtig. Sonst müsste man zählen, das kann ich auch nicht. Richtig. Ja, sonst komm, kann man... springen auf dem Dach rum. Trappelgeräusche. Über lauter Häschen oben ins Dach spawnen hat er auch diese Laufgeräusche. Übrigens ist ein super Troll für den 1. April, ganz ehrlich. So, ich würde jetzt sagen, wir nehmen Anlauf, springen da unten ins Wasser und beenden danach die Folge. Richtig, finde ich, ist ein sehr guter Plan. Okay, ich fange an, mal gucken, wo ich aufschlage. Das wird nichts, doch, doch, doch. Platsch, geschafft. Alles gut. Alles gut. Hit, hat, hat, sei. Hit, sit, hat, hat, ha. Hit, hat, hat. Genau. Sei. Shit. So, okay. Okay, reicht, reicht. Gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir uns den Rest noch angucken. Was heißt der Rest? Genau. Also es ist noch viel. Es ist noch viel, ja, was wir uns anzugucken haben, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.